Waluigi ist am Start bei Mario Kart. Da freut er sich. Er darf mit dem Wario Bike fahren. Mit manueller Steuerung, versteht sich, im Sterncup. Natürlich auf Spiegel. Ja, das Sterncup. Ich glaube, die Vorschau hier kann ich wegdrücken. Wir kennen die ja schon. Der Sterncup. Werden wir hier Probleme bekommen? Den Part habe ich eigentlich schon mal aufgenommen, also die ersten zwei Rennen. Aber dann wurde ich gestört und musste die Aufnahme leider abbrechen. Das Ganze ist also auch schon eine Woche oder so her, weshalb ich gar nicht mehr weiß, wie es in den anderen Spiegel-Cups lief, weil ich habe die, glaube ich, davor aufgenommen alle. Ich weiß nicht mehr genau. Verdammt. Please, nein. Nicht mehr. Boah, Alter, was geht hier ab? Alle rasten aus. Peach und Baby Peach. Wow, die Kurve. Verpisst euch alle, Alter. Ich gehe jetzt nach vorne. Tschüss. Ah. Achtung. Und was habt ihr so gemacht? Jetzt die letzten Tage. Ich habe jetzt, heute ist Sonntag, wo ich es aufnehme. Ich habe gerade 5 Parts eines geheimen Projekts aufgenommen. Allerdings, Leute, die mir auf Twitter folgen, was ihr übrigens alle tun solltet, die wissen schon, was das ist. Was da kommt. Nee, wirklich. Twitter ist eigentlich, man sollte es wirklich tun, weil man da jede Menge Informationen bekommt und auch Sachen lesen kann, die völlig uninteressant und irrelevant sind. Also ich poste da Sachen zu Videospielen, zu Nintendo, zu anderen Sachen, zu What the Fuck, zu Star Wars zum Beispiel. Sie gehen einfach generell zu Sachen, die mich interessieren, die mich bewegen, die mich irgendwie nicht so gesehen habe im Internet, die mich, oder auch im Real Life natürlich, Sachen, die mich irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen stutzig gemacht haben, wo ich dachte, guckst du doch mal, was die Leute dazu sagen. Und ja, da ist so eine coole Community, die sich aufgebaut hat, sozusagen. Unter anderem mit dem guten Marvin, aka Vero, dem lieben Pazois, aka Pazois P. Oder auch dem guten Benny Ballandor oder dem guten Drache. Oder wer ist da noch so? Zockian. Oder ganz viele andere Leute. Wenn ich dich jetzt nicht erwähnt habe, dann bitte sei nicht beleidigt, es war nicht mit Absicht. So, Koopa Cup. Wer ist denn da noch? Warte mal, Drache? Verudo, natürlich. Sermaluja. Dagibi. Bomben. Wow, das sah cool aus. Arctos. Ich vergesse ihn. Warum? Ich weiß es nicht. Genau, gut, Donkey ist irgendwie verdammt inaktiv geworden. War nicht, keine Ahnung. Gut, muss natürlich nicht aktiv sein. Es gibt Tage, an denen tweete ich viel. Es gibt Tage, an denen ich tweete ich... Was? Es gibt Tage, an denen ich kaum was tweete. Das kommt immer auch darauf an, wie es mir so geht. Und meistens kann man meine Laune auch in meinen Tweets ablesen. Und ich schreibe da, wenn mal kein Video kommt oder irgendwie geheime Sachen noch. Wobei in letzter Zeit habe ich was Videos angeht, gar nicht wirklich was geschrieben, also wenn die nicht kamen, weil immer ein Video kam. Krasse Sache. Was? Also jeden Tag. Und ich möchte eigentlich auch wieder auf 2 hochgehen, aber wenn überhaupt nach den Ferien. Also die Ferien werde ich nicht. Da werde ich viel aufnehmen, ja. Aber das ist nicht der Hauptfokus in den Ferien. Der liegt, so komisch es klingen mag, auf der Schule. So. Weiß nicht. Kommt natürlich immer drauf an. Müsst ihr viel für die Schule machen? Oder ist es bei euch eher chillig? Also habt ihr viel zu tun? Welche Klasse seid ihr überhaupt? Weil daran kommt es natürlich auch. Ich muss relativ viel machen eigentlich. 10. Klasse ist schon... Ja. Ist schon relativ... What the fuck? Ja, das auch. Nee, ist es aber vor allem auch... Der Anspruch von der 9. auf die 10. Klasse, der Anstieg,
ist enorm gewesen. Also das hätte ich so nicht gedacht. Von 7. auf 8. und von 8. auf 9. war überhaupt kein höherer Anspruch. Es blieb irgendwie genau gleich. Aber jetzt von 9. auf 10. das ist schon krass. Das lässt sich bemerken. Habe ich an der ersten Klassenarbeit spätestens gemerkt gehabt. Danke, dass das Ding mitten im Weg steht. Es ist schon krass. Ihr könnt ja mal reinschreiben, in welche Klasse ihr geht, welche Schulform ihr besucht. Ich bin auf einem Gymnasium. Und jetzt bin ich 12. Das ist nicht gut. Ich sollte mich vielleicht konzentrieren auf das Rennen. Und so Off-Topic-Themen gehören ja eher. Okay, was heißt? Ja, so spontane Sachen. Aber wenn ich jetzt so über ein bestimmtes Thema quatsche und ihr euch dafür interessiert, weil ich warte, bis der keinen Stern mehr hat, kann ich euch Mario Kart Wii Online empfehlen, die geschnittenen Videos. Die gefallen mir immer ganz gut. Kam vor ein paar Tagen auch ein neuer Part, der heißt Ich schwebe in Lebensgefahr. Das ist tatsächlich so. Also ist nicht Clickbaiting, doch eigentlich schon, aber bin tatsächlich ein bisschen Lebensgefahr, lol, Donkey. Ich habe die ganze Zeit geführt, ne? Und dann kommt so ein scheiß blauer Panzer und Waluigi legt einfach mal die Füße hoch. Cooler Typ. So. Und der Blätterwald als dritte Strecke. Ich vergesse immer die Forscher wegzudrücken. Aber die brauchen wir ja gar nicht mehr. Wurden wir im ersten Rennen betrogen? Ich glaube nicht, ne? Doch. Oder? Ich weiß nicht mehr genau. Denn wenn ja, dann hoffe ich, dass wir das hier unbetrogen überstehen, sag ich mal. Und ich habe hier voll Bock, wenn ich diese Strecke sehe, Mario Kart 7 zu spielen online. Und ich glaube, das mache ich gleich. Ich glaube, dass ich das jetzt gleich machen werde. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Wow, Alter. Ja, Knochentrocken war im letzten Part dran. Als nächstes würde Rob kommen. Da es Rob aber nicht gibt, geht's dann mit Diddy Kong weiter. Ich habe keine Ahnung. Wegen Diddy Kong Racing. Beste Begründung ever. Wuhu. Alter. Ach Mann. Warum sage ich ach Mann? Die Banane hätte mich auch nicht vor dem Blitz geschützt. Egal. So, pass auf. Warum kriege ich einen grünen Panzer, Alter? Was bringt mir das? Und wegwerfen wollte ich das Ding eigentlich auch nicht. Ich hasse dich, Funky Kong. Geh weg. Wow, die Kurve. Was hat er denn gemacht? Das kriegt er nochmal als Zeitlupe. Interessant. Ah! Da ist ein Pilz. Wii U. Ja, die Wii U ist auch so ein Thema, ne? Glaubt ihr, die Wii U wird nochmal einen Aufschwung bekommen dieses Jahr? Oder sagt ihr, die Konsole ist fick dich doch? Wie er selbst mit runtergefallen ist, hä? Er rammt mich runter und fällt selber runter. Das war dumm. Glaubt ihr, sie bekommt dieses Jahr nochmal einen Aufschwung? Oder glaubt ihr, sie ist tot? Ich glaube, sie ist tot. Weil dieses Jahr kommt kein großartiges Spiel raus, was sie noch irgendwie pushen könnte. Außer ganz vielleicht Mario und Sonic. In Rio. Weil die Spiele, glaube ich, immer recht beliebt sind. Und mir haben sie früher auch gefallen. Also ich hatte zwar nur das bei den Winterspielen 2010 in Hilfe in Vancouver auf dem DS. Das fand ich aber ziemlich geil. Macht immer noch Spaß. Aber, keine Ahnung, das neue Paper Mario vielleicht. Aber ansonsten steht ja auch der Release von NX an. Würde ich mal sagen. Glaube ich. Verdammte Scheiße. Wow. Hä, was? Was hat er denn gemacht? Egal, wir sollten glücklich sein. Und bitte jetzt kein blauer Panzer. Wuhu. Wow. Jawohl. Geht doch. Man muss nicht immer betrogen werden. Es ist okay. Wir sind nur Dritter.
Das sollten wir jetzt im Rennen beheben. Vulkangrollen. Mit einem außendürftenden Bike. Das kann was werden. Bin gespannt. Verdammt. Geht unsouverän los. Und geht genau noch so beschissener weiter. Tschüss. Spaß da vorne. Ah. Bomben. Eigentlich, wenn man so eine Bombe wirft, sollte man sich nicht umdrehen, denn cool guys don't look at explosions. So. Oh, ich bin Erster. Ich dachte, ich muss die Banane jetzt irgendwie so krasse Sniper-Moves auspacken, aber das ist gar nicht vonnöten. Okay. Jetzt kriege ich einen roten. Auf den ersten. Okay. Okay. Gerade eben kriege ich einen grünen auf den zweiten. Jetzt einen roten auf den ersten. Danke. Aber der rote ist mir eigentlich relativ lieb. So. Jetzt versuche ich hier mal innen lang zu fahren. Wow. Man kommt mit dem Ding schon besser um die Kurven, wenn man... Ah. Wenn man nicht driftet, als wenn man driftet. Deswegen mache ich keine außendriftenden Bikes. Das ist genauso Reason. Uiuiui. Und... Ja, okay. Das habe ich schon erwartet. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass das passiert. Man kennt das Spiel irgendwann. Geil. Man weiß, dass das passiert. Und irgendwie... Was um alles in der Welt war das? Warum ist er so mega abgespackt? Ich glaube, Waluigi braucht Urlaub. Nach dem Part bekommt er den auch. Och, es gibt noch Gerechtigkeit. Oh ja. Oh ja. Shibuya, Shibuya. Nice. Nice. Ultra nice. Verpisst euch alle. Verpisst euch alle nach Timbuktu oder Honolulu. Werft die weg. Du Heckmeck am Bratwurm-Eck. Jetzt geht's mir aber. Es kam noch ein blauer. Es kam noch ein blauer. LOL. Tschüss. Alter. Damit sind wir Zweiter. Okay. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es rausgefunden habe. Immerhin. Wo ist die Souveränität hin? Da frage ich mich gerade. Egal. Gut. Dann haben wir den Sterncup mit dem Silberpokal abgeschlossen. Oh Gott, Rang B. Im nächsten Part gibt es Diddy Kong. Also bis dahin, macht's gut, haut raus und ciao. Wenn sie gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn nicht, dann gebt auch einen Daumen hoch.